Warum ich meine Gleise hier so einsaue und was das mit dem Altern zu tun hat, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei! So, erstmal herzlich willkommen zu diesem neuen Video, wo ich euch ein bisschen zeigen möchte, wie ich ein Holzschwellengleis altere. Und dafür fangen wir jetzt hier an und mischen erstmal die Farbe an. Ich nehme hier ein relativ helles Braun und auch einen sehr großen Anteil von dieser Braunfarbe. Dann einen kleinen Klecks Rot, den ich mit reinmische, um einfach so ein bisschen in die Rostfarbe zu gehen. Beziehungsweise man landet ansonsten auch gerne mal bei Grün, wenn man da nicht das Rot mit reinbringt. Also um ein schönes Braun zu kriegen, nie das Rot vergessen. Und beim Schwarz bin ich erstmal ein bisschen vorsichtig und nehme nicht ganz so viel. Das Ganze soll zwar dunkel werden am Ende, aber halt nicht zu dunkel. Und das mischen wir jetzt mal. Zur Farbe an sich, das ist die übliche Farbe, die ich verwende, auf Wasserbasis. Und die mischen wir einmal an und dann kommt da circa zwei Drittel Farbe, ein Drittel Wasser. Dann ist die Lasur, naja, Lasur kann man da schon fast nicht mehr sagen, genau perfekt. So, in etwa halb voll ist der aktuell. Gucken wir mal, wie viel Wasser rein muss. Also ich würde sagen, jetzt ist es circa ein Drittel. Mal gucken, wie dick das Ganze jetzt ist. So, jetzt geht es tatsächlich los. Ich bringe die Farbe bzw. die Lasur auf. Und zwar bringe ich die auf die Schwellen hauptsächlich, aber auch auf die Gleisprofile links und rechts, damit die auch ein bisschen die ähnliche Farbe mit haben. Ich wische immer mal wieder zwischendurch die Gleise von oben quasi sauber, damit natürlich eine Lok weiterhin Kontakt hat. Und solange die Farbe noch feucht ist, ist das einfach einfacher zu machen. Worauf ich halt hier so ein bisschen achte, ist, dass ich die Schwellen komplett rundherum mit der Farbe erwische. Nicht, dass da irgendwo so die kleinen Spalten dazwischen, dass die dann die alte Farbe behalten. Es ist so, das Gleis, was ich hier zeige, das ist das Tillich Elite Gleis, das ist das Flex Gleis. Ich habe verschiedene Produktionsfuhren, so wie es scheint. Also ich habe ein paar, die sind etwas heller, eher so zum Braun hin. Dann gibt es ein paar, die sind ein bisschen dunkler, eher zum Schwarz hin. Manchmal hier, da sieht man das auch, da sieht man die Übergänge ganz gut. Hier zum Beispiel da, wo das gelbe Kabel ist, nach links hin ist eher dunkel, nach rechts ist eher braun. Und durch diese Lasur erziele ich jetzt halt hier den Effekt, dass alles einheitlich ist am Ende. Kurzer Hinweis hier noch, hier wo ich gerade die Kreuzung quasi mit der Farbe ein bisschen altere. Diese Kreuzung habe ich selbst gebaut, da kommt bald auch noch ein Video dazu, quasi vom ersten bis zum letzten Schritt, was ich da für Materialien genommen habe, um mir diese Kreuzung quasi selbst zu bauen, weil von keinem Hersteller eine passende Kreuzung dort vorhanden war für diese Stelle. Jo. Weiter geht's jetzt hier mit dem Altern und gleich zeige ich euch dann den nächsten Schritt, nachdem das Ganze hier getrocknet ist. Kommt dann nämlich die Rostfarbe drauf, um die kleinen Eisen noch ein bisschen zu altern und so weiter. Aber das zeige ich euch jetzt hier gleich. So, ihr seht es jetzt, die beiden Gleise sind schon fertig, das auch. Allerdings hatte ich hier noch einen etwas helleren Farbton, aber das ist am Ende ja nicht ganz so wild. Und hier ist das Original Tillich Elite Gleis, also wirklich noch ein sehr helles Braun. Das werde ich jetzt auch noch ein bisschen einfärben. Hier hinten sieht man es auch noch, da habe ich auch noch nichts gemacht, da werde ich jetzt auch alles einfärben und das Gleis hier ebenso. Und ja, dann sehen wir uns gleich, wenn das fertig ist. So, nachdem ich die Schwellen einmal mit dieser Brühe eingefärbt habe, hier seht es schon, hier ist sie einfach nur eingefärbt, hier habe ich sie schon ein bisschen bearbeitet, habe ich mir jetzt hier so aus Braun, Schwarz und Rot so eine Rostfarbe angemischt. Und jetzt habe ich hier den relativ kleinen Pinsel genommen und das Ganze schon ein bisschen verstrichen auf ein Papier oder irgendwas, damit ich jetzt hier wirklich nur ganz leicht Farbe aufbringen kann, um hier quasi so Roststellen anzudeuten.
Und überall dort, wo zu viel Farbe ist, wie jetzt hier gerade, kann man die Farbe, solange sie trocken, noch nicht getrocknet ist, mit irgendeinem Schwamm oder so einer Quatsch, mit so einem Ohrenstöpsel, mit so einem Q-Tip, kann man die einfach ein bisschen verstreichen. Ist jetzt vielleicht noch ein bisschen viel Farbe drauf gewesen. Also muss ich da jetzt gleich umso mehr verwischen. Ihr seht es schon, das ist jetzt ein bisschen viel Rost quasi. So. So, kommen wir hier zum Ergebnis. So schaut es jetzt aus hier bei meiner viel zu engen Kurve. Und hier hinten, wo es quasi in den Tunnel reingeht, da habe ich es nicht gemacht. Also das ist quasi vorher und das ist nachher. Aber jetzt zum Abschluss zeige ich euch noch ein paar Fotos mit der Kamera aufgenommen. Das sieht man aus diesem Winkel dann doch ganz gut. Es wirkt teilweise sehr stark, aber ich sage euch, wenn man mit dem echten, mit dem Auge drauf guckt, dann ist es nicht zu stark. Also ich finde es wirklich ein schön gelungenes Ergebnis und ja, hoffe, das war für den einen oder anderen eine schöne Anleitung. Vielleicht gefällt es euch ja auch, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und wie immer, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann gerne abonnieren. Und vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!